Hallo ihr Lieben! Hallo! Willkommen bei Vielleichtwelt. Kennt ihr, was wir sind? Wir sind Smileys. Smileys, genau. Ja. Oder Emojis, sagt man ja auch. Also ich bin der, wo zwinkert. Und vielleicht ist die Grenze, Dings, Bumster. Genau. So. Wir machen heute die Smiley Collection auf. Serie 1, 50 verschiedene Smileys gibt es da. In jedem Pack sind 3 Stück drin. Machen wir mal auf, jeder 3. Ne? Schauen wir mal, was rauskommt. Und ein Sticker ist auch drin. Die haben auch noch Saugnäpfe unten dran, die Smileys. Das sind die Smileys. Und dann kann man unten den Saugnapf hinmachen, dann stehen die. Kann man noch ganz coole andere Sachen machen mit den Saugnäpfen, das zeigen wir euch dann gleich. Also ich habe den mit der Sonnenbrille bekommen. Ich zeige ihn nochmal. Ich sage euch auch, wie die heißen. Wir haben englische Begriffe. Das ist der Cool. Ich habe den Cool bekommen. Cool. Und dann noch ein Sticker, I am the future. So, was habe ich noch einen? Letes. Mit Zunge rausstrecken und Cheeky heißt der. Das ist ja fast so, wie ich gemacht habe am Anfang. Was ist denn? Kriegst deinen Saugnapf nicht rein. Der ist, glaube ich, müde. Ha? Zeig ihn mal. Das ist Yawn. Yawn. Gähnen heißt das, glaube ich. Ne? Denke ich mal, gähnen. So, und was habe ich noch für einen? Den hier. Was? Ich suche ihn gerade in der Liste. Aha, mit Brille. Geek heißt der. Geek. Und dann habe ich den noch aus Milays Päckchen. Hast du mal einen Sticker gesehen? Ja, der ist da drin. Swag. Swag, Swag, Swag. So, was kriege ich noch? Da gibt es übrigens einen goldenen. Den ist aber ganz, ganz selten. Ich glaube nicht, dass wir den bekommen. So viel Glück haben wir ja nie normalerweise. Bad Attitude. Ja. Okay, ich habe einen mit roten Backen. Goldener. Cute heißt der. Cute. Oh, der ist aber nicht glücklich hier. Der weint sogar, oder wie? Oh, was hat denn der für einen Mund? Schlangenlinien. Den Smiley kenne ich jetzt auch nicht. Und der hier, heult der? Was meint ihr? Schauen wir mal, wie er heißt. Desperate steht da. So, oh, der macht O. Oh. Einen ganz kleinen runden Mund. Nochmal. Oh, du hast den Confused. Milay kriegt immer die Saugnäpfe unten nicht rein. Der ist aus Milays Pack. Confused. Verwirrt. Surprised heißt meine. Surprised. Überrascht. Ich helfe dir. So. Milay hat injured, ja, verletzt. Das war der hier. Und den hier. Der streckt die Zunge raus. Der ist verletzt. Verletzt und den haben wir noch. Mit roter Zunge. LOL heißt der. LOL. Was habe ich denn für einen Aufkleber? Gar keinen. Wo ist mein Aufkleber? Wo ist mein Aufkleber? Ach, ich habe ja meinen zweiten schon gezeigt. Hey! Ah, wir lernen den gleichen Bad Attitude. So, meine letzten 3, also einen goldenen haben wir mal wieder nicht bekommen. Das war klar. Oh, was ist das? Ein Vampir. Schaut mal in seine Zähne an. Ah.
Tiere. Was machst du schon wieder? Ja, ich lebe alles. Aha, den haben wir, glaube ich, schon gehabt. Unser erster Doppelter. Glaube ich mal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, der ist doppelt. Der schaut so aus. Hey, Papa. Aha, Milay hat noch einen Überraschten. Schafft. Steht da. Bin jetzt überfragt, was das auf Deutsch heißt. Zwillen. Okay. Ah, fast. Der andere sieht, der andere hat geschlossene Augen und der andere nicht. Oh, Milay, was hast du gemacht hier? Und mein. Schau mal, was ich für einen tollen Sticker habe. Hey, du hast wieder einen gleich. Hey, Eddie Cute. Ja. Haben wir drei. Und Milay kriegt noch? Okay. Milay kämpft immer mit den Saugnäpfen hier. Ne? Vielleicht. Mach ich nicht! So auf den Tisch machst und dann so drauf flutscht, plups, und dann flutscht er irgendwann rein. Und jetzt machen wir noch eine Challenge. Was? Nein, nicht aufeinander stellen, wie so soll das gehen? Wir haben jetzt jeder 9 Stück. Gucken wir mal, ob wir schaffen, die aufeinander zu stapeln. Wir haben ja einen Saugnapf. Wir machen den Saugnapf aber nicht nass. Also nicht abschlecken. Ei. Und schauen, wer es höher stapeln kann. Nicht anfassen, aber nur den obersten darfst du anfassen, okay? Was? Nur den obersten darfst du anfassen. So, und jetzt der Stapeln. Geh mal ein bisschen weiter rüber vielleicht. Und der verliert, der kriegt den fetten Smiley auf die Stirn. Der darf heute Abend dann rubbeln, bis er weggeht. Ich weiß schon, wer den kriegt. Ja, ich. Naja, wer weiß. Also, fang mal an. Und los. Ja, nicht wackeln. Es geht nicht um Schnelligkeit. Nur wer mehr schafft. Die kleben ein bisschen aufeinander. Ah. 4. Beim vierten ist er umgefallen. Habt ihr es gesehen? Okay. Und mein fünfter hält. Nein. Ja, bei mir ist er erst beim fünften umgefallen, bei dir schon beim vierten. Eine Runde. Okay, das war jetzt Proberunde, aber jetzt gilt's. Bei dem muss umfällt. Und? Wir machen das jetzt nacheinander. 1, okay. Jetzt kommt der zweite. Muss ein bisschen von der Seite ausschauen, ob er überall gerade drauf sitzt. Ich merke, er kippt gleich. So, Smiley Nummer 3. Oh, ich glaube, der kippt nach vorne. Jetzt muss ich ein bisschen gegen. Bei dir ist er auch so ein bisschen nach vorne. Oh oh. Muss ihn ganz nach hinten. Den fünften hält er aber nicht mehr aus. Ja, ich sehe schon, Milay kriegt ein Tattoo auf die Stirn. Milay hat den dritten zu versetzt gesetzt und dann. Aber das geht halt nicht! Schau mal, wie das geht. Ha? Und wer hat jetzt den Sticker von ihm? Oh! Nicht! Juhu! So, Milay freut sich schon, seht ihr es? Ich freue mich nicht! Aber ich freue mich! Das war jetzt nicht in der Bibel. Ich würde sagen, wir gehen nachher so ein bisschen durch die Stadt, hä? Nee. Ein bisschen Gassi gehen mit dem Hund oder so? Nee. Nicht, oder? Ich bin schon gehässiger Papa, hä? Die hast du ausgesucht. Ja. Ja. Wisst ihr, wenn es nämlich mich getroffen hätte, dann hätte es ja riesen Spaß gemacht, gell? Ja. Ah. Du hast,
Präsident verlieren ist mir nicht so gut. Oh, er ist ja schon da. Da 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 da. Und zeig dich mal, komm. Schaut doch schön aus. Nein, eben nicht. Ich saß in die Tiana. Schön trocken lassen, gell? Damit er auch schwer weggeht. Nicht? Ich will ihn nicht! Mach mich doch weg! Mich juckt sie gar nicht jucken! Was ich ganz vergessen habe, die Smileys, also die haben ja die Saugen nicht für unten. Die haben zwei Funktionen, die kann man hinten auf den Stift drauf stecken. Und in die Schule mitnehmen. Könnt ihr mit euren Mitschülern tauschen, die Smileys. Könnt eure Laune ausdrücken. Cool finde ich das. Es sind aber keine Radiergels. Aber man kann auch da ein bisschen so. So, und jetzt zeige ich euch, was man noch machen kann, wenn man ganz viele davon hat. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Ein Riesensmiley. Von Thomas, fertig ist das Mundgedächtnis. Mit den Saugnäpfen kann man die an die Scheibe kleben. Umso mehr man hat, umso größer wird das Smiley dann. Und mit übrigen Saugnäpfen kann man dann eben die Emotionen darstellen. Hier haben wir halt einen normalen Smiley gemacht. Cool. Er wird halt nicht ganz rund. Müsste man dann anders platzieren. Aber das sind Punkt, unsere. Fertig ist das Mundgedächtnis. Schau mal, ich habe es erfunden. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig. Und fertig ist das, Mund. Tattoo-Gesicht. Ah, Mundgesicht! Tattoo-Gesicht. Punkt, komm, Punkt, zeig, Komma, zeig mal nochmal, wie hübsch du bist. So, und jetzt gehen wir raus, komm. Nee. Doch, doch. Ich würde sagen, du gehst morgen so in die Schule. Nee. Dann macht's richtig Spaß, hä? Nee, ich schlag dir da aus. Die Dinger sind echt cool. Jetzt geht's das auch ab! Ja? Nee, der klebt jetzt in mein Haar. Nein. Dann bleibt das schön kleben. Also dann gehen wir jetzt aus. Okay. Wollte ich sagen. Ja, okay. Ich sehe jetzt eh besser aus, gell? So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mhm. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Au! Au!